um das immer zu machen. Man muss gucken, wie die andere Schicht halt ausgelegt ist. Tag 4, Donnerstag. So. Feinde nutzen Feministinnen, um Freeborg zu zerstören. Okay. Feministische Organisation wurde offiziell Anerkennung versagt. Oh, da gibt's Ärger. Robissin sind... Was? Robespierre wird sein Intentin enthüllen, wenn die Zeit reif ist. Das scheint wohl irgendein Name zu sein. Ja, Ärger mit Feministen, das kann ja was loswerden. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve and you're Jack Boyd, is that right? Oh, das war laut auf Ohr, Alter. Sorry, wenn's bei euch auch so laut war. A mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello? Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address? Phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to two suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call. And my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Ich weiß nicht, was lustiger ist. Der Hund mit den Segelohren auf dem Schoß der Oma oder dass die Oma ein Bild von dem Hund mit den Segelohren hat, was riesengroß ist. Keine Ahnung. Tja, da sind wir nicht Opfer eines Milf-Hunters geworden, sondern eines Gilf-Hunters. Tja, könnt ihr selber überlegen, was das heißt. So, Austin ist heute nicht zur Arbeit gekommen, obwohl wir sie darum gebeten haben. Siehst du? Da bleiben einfach welche zu Hause. Übrigens, man kann Leute deswegen auch feuern. Das ist cool. Man kann sie nicht so einfach rausschmeißen, da kriegst du Ärger mit der Gewerkschaft. Aber man gibt so ein paar Schlupflöcher, aber zu denen kommen wir dann eventuell noch. So,
Ist auch wieder nicht zur Arbeit gekommen. So. Es ist heiß. Es ist heute. Was? Es heißt, dass es heute regnen soll. Ich habe ein sehr schwaches Immunsystem. Deine Mutter, du kommst zur Arbeit, Junge. Heute erscheint das Gericht über mein Sorgerecht für meine Kinder. Sie weinen und haben Angst, dass sie nicht mehr leben. Mit mir leben dürfen. Ich muss zu der Anhörung. Ist wichtig. Ich würde sagen, ja, aber du bist morgen auf jeden Fall da. Netz ergeben. Könnten Sie mich verzichten? Nein! So, heute. Bist du nicht zu Hause geblieben, du Hässliche? Heute kommt ein neuer Film. Nein! Was? Was? Die Alte hat echt Eier in der Hose. Da kommt heute eine neue Schnulze im Kino. Da will ich hin. Nein. Los geht's. So, was hören wir denn heute mal? Das sieht doch gut aus hier. Oh ja. Billabong. Ich glaube, das sind alles Originallieder. Leider gibt es keinen Soundtrack von dem Spiel. Wenn, dann würde ich es mir kaufen. Es gibt schöne Lieder da, die wirklich gut sind. Entspannen, schön mit einem Glas vom guten Stoff. Mit einer Zigarre, schön puffen. Abends kann ich nur empfehlen. Oder mit der E-Zigarette, falls ihr noch jünger seid. So, es geht los. Was ist jetzt los? Achso, man sollte mal das Kabel richtig reinschenken. So, Stadtverwaltung. Was ist jetzt los? Alle schwarzen Polizisten entlassen. Was? Wieso das denn? Eine rassistische Gang macht in letzter Zeit Ärger in der Stadt. Ihre Mitglieder fangen afroamerikanische Einwohner zu prügeln und was? Zu töten. Kurzen haben sie einen lokalen Radiosender nachgeschickt, dass sie alle schwarzen Ärzte, Feuerwehren und Polizisten töten werden. Wir brauchen keine weiteren toten Polizisten, sondern nicht so wenige Morden vor der Wahl. Die Rassisten erhalten mehr und mehr Anhänger. Ach du Scheiße, was ist denn mit unserer Stadt los? Sie werden wegen der um sich greifenden Rassenunruhen alle ihre... Ja, sorry, ich sitze ein bisschen weit weg. Ich glaube, ich muss mal weiter ran. Rassenunruhen alle ihre afroamerikanischen Angestellten innerhalb der nächsten 2 Tage feuern müssen. Wegen so ein paar Rassisten? Na gut, wenn das ernst gemeint ist und die Polizisten einfach abknallen, dann gibt's Ärger. Wir sind in Amerika, da ist ja was los. Übrigens ist die Musik ein bisschen zu laut, weil ich höre mich, glaube ich, gerade selber kaum auf dem Ohr. So, mal ein Ohrhörer wegnehmen. So, dann höre ich mich auch wieder besser. Fuck! Weil man muss sich schnell... Ja. Keine Ahnung. Warum geht denn das? Feuern, kann ich das? Illegal feuern. Diese Aktion hat schwere Folgen nach sich ziehen. Ja, das sollten wir lieber nicht machen. Nicht zur Arbeit erschienen. Das ist ein Feuergrund. Okay, betrunken zur Arbeit. Zu alt. Ach, weil einer zu alt ist. Okay. Hat sich 3 Aufträge in Reihe versagt. Ja, das hat er noch nicht. Gut, dann müssen wir ihn mal hinschicken. Vielleicht wird er erschossen. Ich meine das jetzt nicht so böse, sondern vielleicht können wir denn die Mission deswegen erledigen. So meine ich das. Ja, dann müssten wir ja auch hier Moser auch in... Guck mal, wie viele Leute wir afroamerikanisch sind. Gut, das sieht jetzt hier nicht gerade sehr afroamerikanisch aus, aber er. Er sieht auch nicht gerade. Oh, das ist schwer. Könnte ich denn die falschen oder zählt das weil er dunkelhäutig ist als afroamerikanisch? Sie ist definitiv asiatisch. Gibt es da Unterschiede? Sie ist auf jeden Fall japanisch. Die auch, aber sie sieht auch mehr aus. Mit dem gelben Gesicht sieht sie mehr aus wie eine. Na gut, das darf man so nicht sagen. Weißt du was? Leckt mich am Sack. Ich gehe es drauf ein. Ich lasse alle da. Falls sie erschossen werden, werden sie erschossen, aber ich hoffe natürlich nicht. Ich lasse so. Ich kündige keinen nur wegen Rassen auf mich. Wir geben dem Rassismus keine Chance. So. Ein Straßenkehrer hat die Stadt. Der Stadt hat gesehen, wie viele ältere Männer mit langen Eisenstangen zu mehreren teuren Autos auf die Straße gegangen sind. Die Straße könnte schreien: Bastarde, Diebe, Blutsauger. Mehrere ältere Leute mit Eisenstangen. Könnte das Nordic Walking sein? 4 Stockenden, kennt man ja. Würde man sagen... Du siehst müde aus. Wir schicken mal die Frauen hin. Die Kleine schon. So, was ist das? Ah, hier, unser erster Fall. Der Lilene ist immer was, wo wir unsere Leute hinschicken müssen. Ja, hakelt ein bisschen steuer. So, wir haben einen Chefermittler. Oh, okay, wir sehen so, wie es aussieht. Mord. Wir werden unseren Erfahrensten mit einsetzen und ich würde mal sagen, wir schicken auch gleich mal unsere Detectives mit hin. Denn je mehr Detectives wir haben, desto schneller kriegen wir Beweise und Ermittlungen. Ne? Also los geht's. Geht nicht sofort los, die müssen da erst hinfahren. Das ist cool. Das heißt, wenn jetzt irgendwo noch ein anderer Fall sein sollte, habe ich ein Problem, denn ich habe jetzt erstmal alle dahin geschickt. Man hat, glaube ich, auch nur einen Tag Zeit, ich weiß nicht. So, Autodiebe.
Die Sicherheitskammer einer Tankstelle hat ein Auto aufgenommen, das auf die Liste gestohlener Fahrzeuge steht. Oh, siehst du, da sollten wir schon mal aufpassen. So, wir schicken mal, Mitchell heben wir mal auf, dass er nicht erschossen wird. Wir schicken mal zwei Leute. Ist für vier. Könnte also sein, dass wir Verstärkung mal schicken müssen. So, jetzt Musik aus. Da holen wir mal die nächste Platte aus dem Schrank. Das war ein schönes Lied, fand ich. War echt ein schönes Lied. So, wir nehmen ihn hier. Don't you leave me here. Das klingt doch gut. Jazz. Die Musik ist ein bisschen laut. Okay. Ja, tut mir leid, aber ihr wisst ja, es gibt viele immer wieder ein paar Idioten da draußen bei YouTube und bei Twitch, die meinen, boah, Alter, ihr weißt ja, wir holen wieder gleich die Rassistenkeule raus, weil sie keine Ahnung vom Leben haben. So, das Fahrzeug ist nicht zu sehen. Das Auto durchs... Was? Ach, der Fahrer ist nicht zu sehen, okay. In diesem sicheren Abstand warten, bis der Fahrer auftaucht, das Auto durchsuchen. Nehmen wir mal Auto durchsuchen. Das hat sich schon geklärt. Hat geklappt. Kamera aus der Tankstelle und niemand wurde erschossen. Perfekt, so. Die Ermittlungen haben begonnen. So funktioniert das jetzt. Schnappschüsse sind Beweise. Ablauf, wir müssen jetzt den kompletten Tathergang rekonstruieren. Mal gucken, wenn wir ein paar Schnappschüsse bekommen, wie es denn so losgeht. So, wir werden jetzt erstmal hier oben ein bisschen durchswitchen. Eric, a drunken witness. Witness war, glaube ich, Zeuge. Zeuge war das, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn mein Englisch noch, mein Denglisch richtig ist, dann heißt das Zeuge, ein betrunkener Zeuge. Die sind in einem Auto vorbeigefahren und haben mit so etwas wie eine Maschinenpistole geschossen. Ich habe nicht viel gesehen. Okay. Der Nachbar. Ich habe nur ein paar gedämpfte Schüsse gehört. Okay, eine gedämpfte Maschinenpistole. Interessant. Der hat gekriegt, was er verdient hat. Der hat schon lange für Ärger gesorgt. In letzter Zeit gab es eine Menge Streit und Zoff. Das könnte das Motiv sein, aber der Hinweis bringt uns erstmal so gar nichts. Ich kann mich an kein Auto erinnern. In der Gegend war es ruhig. Ich habe keine Schüsse gehört. Das spricht für einen Schalldämpfer. Die Polizei heutzutage tut gar nichts mehr. Ich bin beinahe... Was? Bin beinahe selber gestorben. Ich war draußen und bin zur Apotheke gegangen und wurde beinahe von einem Idioten überfahren. Das bringt uns erstmal nichts. Eventuell das Auto, was den Typen überfahren hat, könnte ein Typ sein, der den Typen abgeknallt hat, weil das Auto ist ja an uns vorbeigefahren. So, wir warten erstmal, bis die Detectives etwas herauskriegen. So, was ist hier? Bericht. Täter entkommen. Oh, es waren tatsächlich Täter. Ich hätte gedacht jetzt, das wären irgendwelche Stockenten gewesen, aber okay. So, verdächtige Person. Corey, mehrfache Mutter, macht sich Sorgen über einen verdächtigen Mann mit Brille. Was? Verdächtigen Mann Brille ausgedrückt, der auf einer Bank neben dem Spielplan sitzt. Er beobachtet die Kinder seit über einer Stunde und hat mehrere Fotos von ihnen gemacht. Okay. Da würde ich mal sagen, wir brauchen, wenn das ein Kerl ist, brauchen wir einen starken Typen und eine, die zuschlagen kann. Zuschlagen, kein Kung Fu, das war keine Andeutung. Ich vertehre mich schon wieder mit Rassismus. Leck mich! Ich mache, was ich will. Ab jetzt mache ich meine Entscheidung und rechtfertige ich nicht mehr. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. So, da will wieder einer Vetternwirtschaft. Aber erstmal will meine Tasse ein bisschen Kaffee haben. So, Nachtclub schon wieder. So, oh, was haben wir denn hier? Das kenne ich noch gar nicht. Dragon Lair Club. Katsuki Tamala. Das R wird als L ausgesprochen. Mr. Bolt, ich eröffne den ersten Kampfsportclub in Freeburg und als Eintritt will ich eine Kampfübung machen. Hat einen Kopf, dies, das hier. Nach dem Kampf werde ich ihren Männer ein paar Tricks beibringen und ihnen auf die Straße helfen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Nee, du schläfst sicherlich ein. Ich würde mal sagen, wir brauchen einen guten Kämpfer. Dann schicken wir doch mal ihn hier los. Dann wird auch gleich ein bisschen besser. So, Bericht. Wie schaut's aus? Täter verhaftet. War tatsächlich einer. Okay. Oh, Mord. Okay. Drei neue Beweise. Schnappschuss. Mal gucken. Drei Stück. Vielleicht können wir es schon mal machen. So, was mir das? Mal gucken. Was muss ich dann? Dreieck. Okay. Schüsse und den. Ich habe jetzt einfach mal die Reihenfolge gemacht, wie es da oben stand. Der Ding ist interessant. Es hat genauso geklappt. Ein bekannter Rassist mit mehreren Vorstrafen. Ja, cool. So, jetzt wird's interessant. Jetzt muss man nämlich los und den verhaften. Und das Schöne ist, wir nehmen natürlich erfahren. Ist ein Rassist. Wir sollten keinen Polizisten mitnehmen, dann geht's los. Also wir sollten auf jeden Fall einen Amerikaner mitnehmen.
Vielleicht eine Frau bringt vielleicht auch noch. Rassisten sind ja immer so. Wir könnten jetzt noch das SWAT mitnehmen. Wenn er das gemacht hat, wir nehmen auch mal das SWAT. Aber wir wollten ja das eigentlich nicht machen, weil wir den Erfolg ja haben wollten, fällt mir gerade ein. Kann ich das nochmal schließen? Ja, kann ich so. Perfekt. So, wen hatte ich? Ihn. Schlafmütze nicht? Nein, wir nehmen ihn. SWAT wollten wir nicht nehmen. Das reicht vielleicht. Mal gucken. Hoffen wir's. So, was ist das hier? Kevin. Ach du Scheiße. Ein Barkeeper berichtet, dass zwei Tänzerinnen begonnen haben, sich über Trinkgeld zu streiten und einen Kampf auf der Bühne austoben. Das würde ich mal sagen, damit wir das klären, schicken wir mal ein paar Mädels hin. Bist ein bisschen niedrig. Ein Erfahrener und ein nicht so Erfahrener sollte, glaube ich, reichen. Oh, was ist denn da los? Oktopus. Ein Barkeeper hat berichtet, dass ein Kampf zwischen einem Gast und einem Türsteher in der Bar ausgebrochen ist. Oh, der Mann war offensichtlich betrunken, während der Auftritt einer heißigen Sängerin eine Bühne geklettert und hat versucht, ein Duett mit ihr zu singen. Würde ich mal sagen, schicken wir mal hier... du. Ich weiß, ich müsste eigentlich mal die beiden Omas losschicken, aber ich weiß nicht. Die haben null, weißt du? Ich möchte nicht, dass die erschossen werden. Die, wahrscheinlich stehen die kurz vor der Rente. Ich hab mir ja den alten Gag 2 Tage vor der Pension noch erschossen. So, Chef, ich hatte einen ich hätte den Japaner ein paar Mal beinahe erledigt. Dies, das und jenes, bla, jene Punkte mitzählen, aber ich war schon okay. Ein paar Tricks gezeigt, ich war ein bisschen sehr begeistert. Rücken gezerrt, danke. Ich könnte den nächsten Tag frei nehmen. Wahrscheinlich wird der morgen gar nicht kommen. Wen habe ich denn geschickt? Achso, der ist jetzt schon komplett raus aus der Liste. Ah ne, da ist er ja. Alter, der ist schon auf 400 hochgegangen. Nicht schlecht. Oh, hier, jetzt geht's los, Alter. Oben ohne Kampf, das ist gut. Sind zwei Stripperinnen aufeinander losgehen, die sich nicht zur Show. Okay, Musik und Lichter ausmachen. Hören Sie auf, lass den Scheiß oder... Die Sache wird richtig ernst. Waffe ziehen. Nehmen wir mal das hier. Okay, sie reagieren nicht auf uns, das ist gut. Die Stripper kämpfen weiter miteinander und schießen nicht zu bemerken. Auf die Bühne gehen und versuchen, die Frauen auseinander zu trennen. Da sollte man sich, glaube ich, nicht. Also wenn die Stripperin anschauen, zuschauen und nicht angreifen. Das wäre meine Wahl. Dem Barmann um einen Eimer kaltes Wasser bitten. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Ja, hat geklappt, wie bei zwei kämpfenden Hunden. Einfach zack, Eimer Wasser in Ruhe im Karton. Mord. Ah, geil, hat geklappt. Cool. Den Mörder, erster Fall gelöst. Und guck mal, wie viele Erfahrungspunkte. Das ja, perfekt. Mann, wir haben ja gerade einen Lauf. Das wird aber nicht immer so sein. So, was ist das hier? Täter auch gleich behaftet. Sehr gut. Ja, so wie es ausschaut, war es das. Der nimmt sich morgen frei. Okay, Tag beenden. So, wie schaut's denn aus? Morgen ist ein bisschen dünn besetzt. Ich würde mal sagen, du, dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Dich nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Die sind alle ziemlich erschöpft. Du hast einen guten Lauf gehabt. Ah ne, er war schon, okay. 2 Tage ineinander geht nicht. Gut. Ja, sieht ganz gut aus.